Mich hat das wirklich verändert, also schon der erste Termin, weil ich gemerkt habe, dass sozusagen die ganzen Altlasten also im Körper liegen können und alleine durch das Aufrichten können sie erst abfließen. Das war so meine Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe. Und dann wollte ich dann noch mehr darüber nachdenken, beziehungsweise einfach noch mehr hinfühlen, was macht das jetzt mit mir, diese banalen Übungen zu machen. Und ich habe sogar das Gefühl, dass meine Migränemuskeln sich in irgendeiner Art und Weise entspannen oder sich da wirklich was verändert. Ja, und ich merke das einfach, dass ich nachhaltig mich anders bewege und das nach einmaligem Konzentrieren auf diesen Beckenbereich. Das fand ich echt irre. Das wird jetzt so lange laufen, bis da irgendwas gut ist. Also, Woher ja. weißt du denn, dass es gut ist? Oder was ist der Maßstab dafür? Also ich spüre es, durch die Aufrichtung passiert es, dass ich mich eher auf die andere Seite bewege dann, weil ich nicht mehr in den alten Mustern mich bewege, sondern in die neuen Muster komme. Und ich meine, das natürlich ist ja ein aufgerichtetes Wesen. Genau. Und da habe ich das Gefühl, wenn man da ist, dann ist alles gut.